Hallo zusammen, ich bin Larek und ich zeige euch heute, wie man in Albion Online mit Fraktionspunkten Geld verdienen kann. Ich möchte gar nicht behaupten, dass das die schnellste oder effektivste Methode ist, um Geld zu verdienen, aber was sie auszeichnet ist, dass man das sehr gut nebenher machen kann, also Fraktionspunkte farmen kann, während man beispielsweise auch Ruhmpunkte farmt für die Waffen und Rüstungen, die man benutzt. Fangen wir von vorne an, was sind überhaupt Fraktionen? Fraktionen sprechen oder entsprechen im Grunde genommen den äußeren Städten auf dem royalen Kontinent. Den sieht man hier jetzt auf der Karte. In der Mitte ist Kalion. Kalion hat keine eigene Fraktion, aber die äußeren Städte wie Martlock, hier oben Thetford, dann Fort Stirling im Wintergebiet, unten rechts im Waldgebiet Lymhurst und in der Wüste Bridgewatch. Diese Städte entsprechen jeweils einer Fraktion. In jeder Stadt gibt es einen Rekrutierer, den kann ich ansprechen. Dort kann ich mich für eine Fraktion melden. Einen kurzen Überblick über seine Fraktionszugehörigkeiten, Fraktionspunkte kann man sich holen, wenn man auf das Porträt klickt und dann hier diese Fraktionsinformationen aufruft. Dort sieht man die Fraktion noch einmal aufgelistet, den derzeitigen Ruf, den man hat und die Punkte, die man schon gesammelt hat. Man kann hier schon direkt erkennen, dass es kein Problem ist, für alle Fraktionen gleichermaßen Punkte zu sammeln, denn es schließt sich gegenseitig nicht aus. Ich kann einer Fraktion mit einem einzelnen Mausklick beitreten und mit einem weiteren Mausklick wieder austreten und direkt im Anschluss für eine andere Fraktion mich melden und dort kämpfen und beitreten. Das ist kein Problem. Je mehr Punkte ich dann gesammelt habe für jede Fraktion, desto höher mein Ruf. Der Ruf ist wichtig dafür, welche Belohnungen ich im Grunde genommen von dem Rekrutierer nachher kaufen kann. Das zeige ich gleich. Und je höher mein Ruf, desto höher der Punktebonus, den ich bekomme. Das heißt, je höher der Ruf, desto leichter fällt es mir, weitere Punkte zu sammeln. Wenn ich mich also für eine Fraktion entschieden habe, spreche ich wie gesagt den Rekrutierungsmeister hier an und klicke hier einfach auf Annehmen und schwupps, schon gehöre ich zu der entsprechenden Fraktion. Das sieht man an drei Sachen im Grunde genommen. Hier oben, dieses Wappen ist neu, da ist normalerweise so ein Schild, da erkenne ich hier den Turm vom blauen Hintergrund, das ist das Symbol für Martlock. Dann habe ich hier so ein blaues Banner, das ist natürlich auch je nach Farbe für jede Fraktion anders. Und ich habe hier einen Umhang, das ist eigentlich mein normaler Umhang, den ich trage, aber da ist nun das Symbol für die Fraktion drauf. Wie kann ich jetzt Fraktionspunkte farmen? Da gibt es im Grunde genommen drei verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Die erste Möglichkeit, die ich kurz aber nur anreißen möchte, da will ich gar nicht mich drauf vertiefen, das sind hier diese Handelsaufträge. Ich kann hier einen Handelsauftrag annehmen. Da kann ich beispielsweise hier so eine Kiste, die ich kaufen muss für Herzen, dazu später mehr, von hier Martlock beispielsweise nach Fort Stirling rübertragen oder in die Nähe von Fort Stirling und bekomme dann eine gewisse Belohnung. Darauf will ich aber gar nicht weiter eingehen, denn das ist etwas, das muss ich tatsächlich aktiv machen. Ich kann es nicht nebenher machen und ich habe ja anfangs gesagt, dass ich die Möglichkeit zeigen will, wie ich nebenher quasi extra Silber mit den Fraktionen verdienen kann. Darauf konzentrieren will in diesem Video. Wenn ich also gleichzeitig Ruhmpunkte, also Fame für meine Rüstung und Waffen farmen will und Fraktionspunkte farmen will, dann kann ich entweder die Bosse in den Fraktionsstützpunkten töten und jagen. Das ist allerdings nicht so einfach, da brauche ich also schon eine Gruppe für. Oder aber, und das ist eigentlich die wesentlich einfachere Methode, ich jage einfach diverse Monster, wie ich es normalerweise auch tun würde, als während ich Fame farme, als Gruppe oder alleine in Dungeons oder an der Oberfläche und töte einfach die Mobs und bekomme dann neben den Fame-Punkten, die ich eh bekomme, auch Rufpunkte. Das dauert natürlich ein bisschen, aber dafür geschieht es nebenher und ich habe keinen extra Aufwand damit. Wenn ich dann genug Fraktionspunkte gesammelt habe, kehre ich zum Rekrutierer zurück und brauche oder kaufe im Grunde genommen bei den Belohnungen, die auf diesem mittleren Reiter sind, diejenigen, die ich für einen Fraktionsumhang brauche. Das ist einmal das entsprechende Herz der Fraktion. Das ist, in jeder Fraktion heißt das anders. Hier im Martlock heißt es Felsherz, weil halt Steine und Felsen zu Martlocks Spezialität quasi gehören, was die umliegenden Rohstoffe angeht. In Fort Stirling wird es wahrscheinlich ein Eisenherz oder Metallherz sein. In Lymhurst wird es dementsprechend ein Holz oder ähnliches
Herd sein. Hier kaufe ich aber jetzt ein Felsherz, das kann man hier sehen, kostet 3000 von den Fraktionspunkten. Ich habe 36.000, ist also kein Problem. Zack, da ist es auch schon. Und als nächstes kaufe ich ein Wappen, ein entsprechendes in der Höhe oder in der Stufe, in der nachher auch der Umhang letztlich sein soll, den ich crafte. Der kostet, oder das kostet hier für mich 2250. Auch das ist hier mit meinen 33.000, die ich noch habe, kein Problem. Zack, ist gekauft. Damit habe ich jetzt hier in meinem Inventar mit diesem Umhang zusammen, das ist hier ein 5-1er Umhang, alle notwendigen Ressourcen, um einen Umhang von Martlock auf der Stufe 5-1 zu craften. Diesen Umhang kann man sich entweder selber craften oder man kauft ihn auch am Auktionshaus. So, wo crafte ich diesen Umhang? Ich gucke, das war die falsche Taste, auf die Karte der Stadt. Den Umhänge kann man beim Werkzeugmacher craften. Das ist hier zum Beispiel so ein Kollege hier. Das ist so ein Hammer mit so einem Stahlnagel, würde ich sagen. Ist das, hat das hier als Symbol. Das ist ein T7, ein Stufe 7 Werkzeugmacher. Ich will ja nur eine Stufe 5 Gegenstand herstellen. Deswegen tut es beispielsweise auch der hier oben. Die Nutzungsgebühr ist hier mit 20% auch wesentlich geringer. Wobei das Craften, muss man sagen, ohnehin eher günstig ist. Und ich laufe jetzt mal einfach dahin und werde diesen Umhang craften, um auch mal eben zu zeigen, wie das funktioniert. So, der Kollege war hier vorne, hinter dem Mammut, wenn mich nicht alles täuscht, jawohl. Zack, so, die Umhänge gehören zu den sogenannten Accessoires im Spiel. Accessoires sind entweder ein Beutel oder Umhänge. Zack, klicke ich an hier diesen Reiter. Ich klicke hier an, dass ich nur Herstellbares anzeigen lassen möchte, aber ich jetzt keine Lust habe, das zu suchen. Hier ist auch der Umhang des Experten. Ich habe... Wenn ich draufklicke, ich kann den so nicht herstellen, weil das hier ein 5-0er ist quasi. Ich will ein 5-1er herstellen, klicke deswegen die 1 an. Jetzt kann man hier die Dinge, die ich benötige, sehen. Die habe ich auch alle. Kostet mich hier ja 500 Silber, also so gut wie nichts. Ich klicke auf Fertigen, Bezahlen und schon geht's los. Das geht ganz schnell. Fertig ist der Umhang. Wenn ich den jetzt trage, sieht der auch anders aus. Ich bin ja jetzt noch fraktionsgefleckt. Das werde ich jetzt mal eben entfernen. Ich hatte ja gerade schon versprochen, in Anführungszeichen, dass man das mit einem einzelnen Klick wieder wegmachen kann. Genauso ist es. Man sieht jetzt hier diesen Balken, wenn er voll ist, ist die Fraktionszügigkeit wieder weg. Das ist so ein bisschen wie wenn man als Player-Killer sich flaggt. Das ist genau der gleiche Prozess. Jetzt sieht man hier wieder das normale Schild, was da normalerweise immer ist. Und das Banner hier oben neben meinem Namen ist weg. Und ich habe wieder meinen wunderschönen Gildenumhang der Some People. Wenn ich jetzt den Martlock-Umhang hier trage, dann sieht man auch, der sieht hier etwas anders aus. Der hat jetzt auch eine Spezialfähigkeit. Wenn man da drauf geht, sieht man hier, dass wenn ich nur noch 25% Lebensenergie habe, erhöht sich meine Verteidigung für 5 Sekunden um 50%. Ist ein sehr schöner Effekt. Deswegen sind diese Umhänge oder die Fraktionsumhänge insgesamt relativ beliebt und kosten auch ordentlich was am Auktionshaus. Und genau das ist jetzt der Augenblick, wo es dann tatsächlich ans... Geld verdienen geht. Ich laufe mal gerade zurück zum Auktionshaus. Das ist hier oben unterirdisch, vorgeritten, hier ist es unterirdisch neuerdings, weil einfach zu viele Spieler in den Städten sind. Ich gehe zum Auktionshaus und da ist jetzt wichtig, wenn man den Umhang verkauft, nicht einfach auf Verkaufen klicken, dann guckt man nämlich blöd aus der Wäsche, weil man hier jetzt in diesem Fall nur 5000 Silber kriegen würde. Nein, wir wollen ja ordentlich Geld verdienen. Das heißt, wir klicken auf die Verkaufsorder. Da können wir schon uns auch hier angucken, wie der Preis sich so in letzter Zeit entwickelt hat. In 24 Stunden, 7 Tagen, 4 Wochen. Ich würde immer so in den 7-Tages-Rhythmus gucken und dann sieht man hier nahe 225, 229. Ah, hier haben wir eine Tiefphase mit 130. Da wollen wir uns gar nicht dran orientieren. 215. Wir machen mal auch optimistisch, machen mal 215.000. und machen die Verkaufsorder rein. Das heißt natürlich, der wird nicht sofort verkauft, sondern wird erstmal reingestellt. Irgendwann wird aber schon jemand kommen und das Ding kaufen. Und wenn es länger dauert, dann ist es eben so. Es ist also nicht unbedingt eine kurzfristige Sache, aber doch eine relativ sichere Sache, um Geld zu verdienen. Man kann natürlich auch hergehen und sagen, naja, warum soll ich mir jetzt die mit den Fraktionspunkte farmen? Ich kann mir diese Herzen auch selber direkt kaufen, das geht natürlich auch. Die kosten hier unterschiedlich viel, um die 50.000 rum jetzt hier in Martlock gerade zu diesem Augenblick. Kann man auch machen, kann man vielleicht auch mal eben gucken, was kostet denn hier so ein Wappen. Das
Jetzt weiß ich übrigens nicht, wie das heißt hier. Matlock. Wappen. Nein, auch nicht. Naja gut, die haben auch verschiedene Preise. Ich hatte gerade schon mal geschaut. Das kostet auch um die 50.000, sagen wir mal. Und dann kann man die Sachen sich auch zusammenkaufen und direkt umwandeln und kann trotzdem noch einen ganz guten Gewinn machen. Das geht natürlich auch wenn der Gewinn dann etwas kleiner ist. Das Schöne ist, ich habe Ruhm gefarmt. Ich habe gleichzeitig die Fraktionspunkte gefarmt. Das hat mich nichts extra gekostet und ich mache eben dadurch ein bisschen Silber. Und ich hoffe, dass ein paar Neulinge dadurch vielleicht auch genug Silber haben, um vielleicht die ersten paar Gierverluste hinnehmen zu können. Man muss natürlich bedenken, wenn man gefleckt irgendwo unterwegs ist, da ist natürlich nicht ganz ungefährlich, weil dann auch Leute von anderen Fraktionen kommen und einen verhauen können. Das ist also dann ganz normales PvP. Auch in der blauen Zone ist man da nicht unbedingt sicher. Das sollte man beachten. Aber ansonsten ist das eine schöne Sache, um nebenher Geld zu verdienen. Das war es auch eigentlich schon. Hier endet jetzt dieser kleine Guide. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über Abos, Likes, Daumen hoch, was auch immer YouTube da so hergibt, über konstruktive Kritik. Freue ich mich auch immer. Ansonsten bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen. Euer Larek.